dann aus diesem Eingangsbereich, die sind sehr rangefahren, das ist ja noch das Tor, die rangefahren sind. Und dann haben wir die Bohrschlange dann hier einfach ablaufen lassen. Der Bohrschlange dann einfach hier in der Landschaft liegt. Genehmigt hat das die Aufsichtsbehörde, das Landesbergamt. Diese Bohrschlange, die enthalten halt den Großteil der Schadstoffe, wie zum Beispiel Schwermetalle, Radionuklide, auch Mineralöl, Kohlenwasserstoffe. Und deshalb ist es so wichtig, dass man mit diesen Schwämmen ordentlich umgeht und die sicher einsorgt. Was passiert, wenn Bohrschlange Mineralöl enthält? Hat das Auswirkungen auf das Grundwasser? Mineralöl ist biologisch abbaubar und vielfach wurden diese Gruben auch zwischendurch aufgearbeitet.